Die alte Schule wird euch präsentiert von Mercedes-Benz Classic Partner, dem Spezialistennetzwerk von Mercedes-Benz für euren klassischen Mercedes-Benz. Mehr Infos und euren persönlichen Classic Partner findet ihr unter www.mercedes-benz.de/Classic Partner. Ich wollte halt, dass das Auto möglichst kompakt ist, möglichst steif ist, möglichst gut balanciert ist. Also alles, was ich vom Autofahren inzwischen weiß, wollte ich natürlich an diesem Auto realisieren. Und da war natürlich für ein Einzelstück noch naheliegender, dass man sagt, was ist das beste Auto. Und der sportlichste Mittelmotorwagen von Ferrari war damals der 430 und die Leichtbauversion war Scuderia. Dann haben wir gesagt, okay, dieses Ding nehmen wir. Und dann haben wir vom Kühler bis zum Auspuff jedes Teil in die Hand genommen. Dann haben wir gesagt, wie können wir es gewichtsmäßig erleichtern und in der Performance verbessern. So sind wir das ganze Auto Zentimeter für Zentimeter durchgegangen, haben das Chassis verkürzt, mit dem Vierkäfig verschweißt, dann haben wir die Torsionssteifigkeit von dem Auto schon mal um 40% erhöht. Und durch die Steifigkeit und durch diese ganzen Fahrwerksabstimmungen hat das Auto eine Präzision. Also immer dann, wenn man neu einsteigt, muss man in den ersten Kurven aufpassen, dass man nicht innen an Bordstein fährt, weil das Auto wie ein Kart jeder Lenkbewegung folgt. Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Und ich bin Carsten Ahn. Danke, dass ihr dabei seid beim großen Alte Schule Jahresfinale 2021. Mein lieber Mann, jetzt haben wir uns aber auch eine Pause verdient. Aber bevor hier die karierte Flagge geschwenkt wird, lassen wir noch die Red Bull-Dosen zischen, denn ich habe eine ganz besondere Folge für euch gebastelt. Die solltet ihr euch nicht nur anhören, sondern den zweiten Teil auch anschauen auf meinem YouTube-Kanal, denn sonst verpasst ihr etwas ganz Besonderes. Aber der Reihe nach. Ich war bei Michael Stoschek und der ist der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung der Brose Unternehmensgruppe. Und die Firma Brose, zu Hause im oberfränkischen Coburg, ist einer der größten Autozulieferer der Welt, der sich noch im Privatbesitz befindet. Groß geworden ist das Unternehmen mit mechatronischen Komponenten, also Sitzverstellungen, Fensterhebern und so weiter. Und das Tolle ist natürlich, dass man damit auch für die Zukunft ganz gut aufgestellt ist, denn gesessen und Fenster geöffnet wird auch im Elektroauto. Und sitzen muss man ja an den Ladestationen ein bisschen ausgedehnter. So, der musste raus. Aber wir reden natürlich nicht nur über Michael Stoscheks über 50-jährige Reise, indem er das Unternehmen erfolgreich gelenkt und mit seinen fast 25.000 Mitarbeitern zur jetzigen Größe gebracht hat, sondern Fans von historischen Rallyes ist Michael Stoschek natürlich auch als passionierter Pilot fantastischer Klassiker bekannt, wo er 2006 sogar Europameister wurde und die Liebe vor allem zum Lancia Stratos reicht bei ihm so weit, dass er den Wagen auf Ferrari-Basis neu aufgelegt hat. Natürlich müssen wir über seinen New Stratos reden und weil ein Bild ja immer mehr als 1000 Worte sagt, haben wir nach dem Interview auch noch einen kleinen Rundgang durch seine Fahrzeugsammlung gemacht. Da sieht man nicht nur den New Stratos, sondern auch seinen kleinen Schnittgar. Was das ist, erfahrt ihr in der alten Schule. Wie gesagt, erst den Podcast, dann YouTube. Den Link findet ihr unten in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit meinem heutigen Gast, Michael Stoschek. Herr Stoschek, ursprünglich wollten Sie, haben Sie jetzt gerade gesagt, Fotograf werden? Fotograf und Tonmeister. Okay, woher kam das Künstlerische? Von Ihren Eltern wahrscheinlich? Ja, mein Vater war Generalmusikdirektor, meine Mutter Schauspielerin. Mhm. Also mich hat Fotografie immer sehr interessiert. Allerdings mehr Sachfotografie, also nicht People. Und da ich mich für Architektur interessiere und Fotografie, Architektur ist relativ nah beieinander. Und Tonmeister ist ja die Kombination aus Musik- und Technikstudium. Das hätte mich auch interessiert. Okay, das habe ich gleich nach meinem Tonequipment gefragt. Ah, ja. Das finde ich interessant, ja. Und das Künstlerische hat die ihre Tochter wieder aufgenommen. Das haben Sie quasi übersprungen und Ihre Tochter, die hat eine große Galerie, ne? Nee, nicht Galerie, sondern die verkauft ja keine Kunst, sondern sie sammelt Kunst und sie fördert Künstler. Sie auditiert, aber sie macht kein Geschäft mit Kunst. Ah, okay. Sie haben eine Lehre bei Siemens gemacht. Mhm. Also was? Industriekaufmann. Es gab in dieser Zeit, mein Großvater starb. Und ich hatte nur 3 Jahre Zeit bis zur Übernahme des Unternehmens. Also war ein Studium vor meiner beruflichen Tätigkeit nicht möglich. Und da gab es 2 Ausbildungen für Abiturienten damals. Das war Deutsche Bank und Siemens. Da habe ich Siemens für die Stammhauslehre entschieden. Und das war eine unglaublich tolle Kombination aus Praxis und Theorie. Mhm. Wir hatten jede Woche einen Tag Universität und 4 Tage im Vertrieb, in der Produktion, in der Administration. Wir hatten Gespräche mit Vorständen. Also die Siemens-Stammhauslehrlinge sind toll behandelt worden. War, glaube ich, die Hälfte des Vorstands von Siemens waren damals Stammhauslehrlinge.
Okay. Aber ich wollte ja nicht bei Siemens bleiben. Ich wollte möglichst viel lernen für mein eigenes Unternehmen. Und Sie wussten aber da schon, dass Sie irgendwann bei Brose landen würden? Ich wusste natürlich, dass ich bei Brose landen werde und habe also wie ein Schwamm alles aufgesaugt, was ich dort gesehen habe an Organisation und Abläufen. Und bin jeden Tag schwer beladen an der Pforte vorbeigelaufen, die Taschen voll, musste zur Kontrolle immer alles vorlegen. Aber die Organisation war ja damals auf Papier. Ja. Und das konnte man eigentlich gut mit übernehmen. Aber das hat mir extrem viel gebracht, diese Ausbildung. Und danach habe ich dann nochmal neben dem Beruf in Erlangen studiert. Und dann war irgendwo der Zeitpunkt, das habe ich dann nicht mehr mit dem Siemens. Ich konnte ja bis BWL, bis zum Vordiplom, alles ohne Universitätsbesuche, nur Klausuren schreiben. So gut war die Siemens-Lehre. Da habe ich nie schlechter als 3 geschrieben. Nur in Mathematik, dann habe ich es dann nicht mehr gepackt. Das war dann doch zu anspruchsvoll, okay, sozusagen aus dem Stegreif zu machen. Ich bin nur zur Klausuren runtergefahren. Wie ist denn Brose entstanden eigentlich? Oder das ist ja, also das reicht ja schon weit zurück. Naja, mein Großvater hat 1908 in Berlin ein Handelshaus gegründet für Automobil- und Flugzeugzubehör. Mhm. Also er glaubte an diese Industrie. Zu einem Zeitpunkt, da war das noch nicht sicher, ob sich das Fahrzeug gegen das Pferd durchsetzt. 1908, ja, genau. Naja, also der war schon sehr früh. Er wollte aber nicht nur Händler sein, sondern auch produzieren. Und hat dann im Ersten Krieg einen Chemiker kennengelernt, der sagte, ich kenne ein Gebäude im Herzen Deutschlands, das war damals Coburg, und dort könnte man produzieren. Dann sind die beiden Herren hingefahren, haben sich das angeschaut, und mein Großvater ist zurückgereist nach Berlin, hat der Familie erzählt, dass ich von Berlin nach Coburg umziehen muss. Die waren dadurch entsetzt. Also Berlin war eine tolle Stadt. Berlin, die Hochburg damals, eigentlich. Damals, ne? In ja, so eine Provinz. Ja. Umziehen zu müssen, aber haben ihrem Vater das zuliebe gemacht. Und so sind wir dann in Coburg gelandet. War damals im Herzen Deutschlands. Ja. Da waren ja die Autofabriken in Wolfsburg gab es schon. Dann gab es Bremen, BMW war in Eisenach. Sachsen war eine ganz große dann Industrie. Dann war, Mercedes schon in Stuttgart. Also Coburg lag wirklich zentral zwischen diesen Autostandorten. Dass dann der eiserne Vorhang kommt, das war nicht übersehbar. Ja, stimmt, Zeit. Genau. Und dann lag Coburg ziemlich am Rand. Dann lagen wir mit um 3 Seiten von der Zonengrenze umgeben. Das war sehr schön. Fast eher negativ. Aber umso toller, dass Sie den Standort erhalten haben. Ja, gut, es ist einer inzwischen von 62 Standorten. Das stimmt, weltweit, ne? So, ja. Da kommen wir auch noch drauf, wie Sie das weltweit ausgerollt haben. Und 1926, da ging schon so ein bisschen in die Richtung, die Sie jetzt auch noch fortgeführt haben. Da hat Ihr Großvater ein Patent auf Fensterheber erworben. Ja, es war interessant. Mein Großvater war ja Kaufmann und kein Techniker. Aha. Und hat eine Strategie gehabt, die ich jetzt unseren Entwicklern immer vorhalte. Er hat nämlich nicht gesagt, ich muss alles selber entwickeln, sondern ich suche mir gute Schutzrechte, kaufe die und mache damit meine Produkte. Mhm. Und ich denke auch, wir entwickeln heute an viel zu vielen Stellen, anstatt dass wir Partner suchen, mit denen uns zusammenschließen und gute, fertige Entwickler wollen schon fürs Unternehmen. Das ist eigentlich übernehmen. Das, was die Autoindustrie ja, auch sagt. Ne? Ja, ja. Kann man sich lieber das Außerhaus entwickeln lassen und dann einbauen? Wir machen so viel selbst, glaube ich. Glauben Sie? Ja, Neuentwicklungen. Ja, ja. Okay. Ich meine, dass man das bestehende Programm weiterentwickelt, ist klar. Aber auf ganz neuen Gebieten, finde ich, ist es besser, dass man sich ein Unternehmen sucht mit sehr guten, innovativen Produkten und das versucht weiterzuführen. Dann kam der Zweite Weltkrieg. Und dann gab es erstmal einen großen Einschnitt, klar, der eiserne Vorhang. Richtig. Und wir waren als Metallunternehmen ja dann in die Rüstungsproduktion auch verurteilt worden, kann man sagen. Da wurden die Firmen ja bestimmt. Fahrzeuge wurden für den zivilen Bereich gar nicht mehr produziert. Mhm. Wir haben dann Benzinkanister hergestellt, diesen 20 Liter Einheitskanister, den es eigentlich heute noch gibt. Gibt also keine Möglichkeit, also die Form dieses Kanisters ist unerreicht, wie sie 20 Liter Flüssigkeit unterbringen können und es beliebig stapeln in alle Richtungen. Mhm. Also dieses Produkt ist wirklich eine tolle, tolle Idee, Erfindung. Und heute im Militärbereich ist noch der identische Kanister wie okay, damals. Stellen Sie die immer noch her? Nein. Nein, wir natürlich nicht mehr, aber aber die Form ist gleich geblieben. Das Produkt ist identisch, ja. Und da haben Sie zwischendurch auch mal nach dem Krieg Bügeleisen herstellen müssen. Gut, man hat dann nicht nach dem Krieg nach Produkten gesucht und wir haben ja Haushaltsgeräte und ähnliche Sachen, wie viele andere Unternehmen natürlich versucht, unsere Belegschaft über Wasser zu halten und irgendwas zu machen. Wie viele Leute waren damals angestellt bei Brose? Ich glaube, so 300-400 Leute hatten wir damals. Also noch eher klein und überschaubar. Ja, ja. Und das ist ja ganz schön gewachsen in den letzten 100 Jahren sozusagen. Mhm. Wann haben Sie sich entschlossen dann, oder wann hat sich die Firma Brose entschlossen, nur noch aufs Auto zu setzen?
Ja, das war dann schon Mitte 50er Jahre. Mhm. Wir haben dann nochmal eine Schreibmaschinenfertigung gehabt. Die Prosetta, oder? Ja, Prosetta, genau. Also, ja. Hatte als Typogramm die Unterschrift meines Großvaters und dann nur TTE hinten angehängt. War auch lustig. Früher hat man eben den Namensschriftzug genommen, ist ja bei vielen älteren Firmen gewesen und hatte gleichzeitig ein Firmenlogo. Ja. Und die hat mein Großvater dann nach Indien verkauft. Und die wurde dann einige Jahre weiter, sehr, sehr clever übrigens, bevor das Sterben der mechanischen Schreibmaschine stattfand, hat er rechtzeitig das Ganze nach Indien verkauft. So, und dann sind Sie irgendwann in die Firma eingestiegen, nachdem Ihr Großvater gestorben ist. Er verstarb 68 und bat mich, wie gesagt, sein Lebenswerk fortzuführen. Und 71 dann bin ich am 1. Oktober, wie gesagt, vor etwas mehr als 50 Jahren angetreten. Und da standen Sie vor einem Riesenberg mit 23 Jahren, haben Sie gleich eine Wahnsinnsverantwortung übernehmen müssen. Ja, aber ich war durch diese Ausbildung bei Siemens, ich war dann noch ein halbes Jahr Assistent bei einem Werkleiter hier in der Nähe Coburgs. Mhm. Das war der Sohn eigentlich sogar des Kompagnons meines Großvaters. Okay. Der war Leiter eines Siemens-Werkes hier, da bin ich noch mal ein halbes Jahr hingegangen als Assistent. Mhm. Und am 1. Oktober habe ich angefangen, wir waren eigentlich im Handwerksbetrieb. War interessant übrigens, wir hatten 1000 Mitarbeiter, 70 Angestellte und einen Akademiker. Und ich habe dann den zweiten angestellt, dann war es schon 100% mehr. Und diese beiden Herren habe ich jetzt am 1. Oktober getroffen. Wir haben am Abend eine kleine Feier gemacht mit 25 ehemaligen Mitarbeitern. Okay. Und da waren alle beide dabei. Tatsächlich? Die damals der war 94, der ist jetzt der erste Akademiker. Und er ist topfit gewesen, der Mann. Also es hat einen Riesenspaß gemacht. Ja, unglaublich. Was hat er gemacht oder in welcher Richtung war er Akademiker? Er war Diplom-Ingenieur und hat bei uns viele Jahre gearbeitet und dann an der Hochschule eine Professur übernommen und ist richtig gut drauf. Und der hat sie angelernt. Ist er zufrieden mit dem, was aus Brose geworden ist? Ja. Ich hoffe schon, wahrscheinlich schon, oder? Ja. Okay. So, und Sie haben dann so auf Expansion geschaltet. Was waren so die ersten wichtigen Meilensteine, die Sie bei Brose aufräumen? Aufräumen. Aufräumen? Ja, ja. Was haben Sie mein Großvater war ein sehr sparsamer Mensch. Mhm. Und er hat für einen Maschinenpark und Äußerlichkeiten und diese Dinge überhaupt nichts ausgeben wollen. Und da war schon viel zu machen. Wir waren ja schuldenfrei und konnten uns wirklich leisten, mal moderne Maschinen zu investieren und Ordnung reinzubringen und natürlich auch die Abläufe und alles. Es gab Bargeldauszahlung für den Lohn. Wir hatten noch nicht mal diese Lochkartensysteme. Es gab ja nichts. Wir hatten auch keine Betriebsabrechnung. Und ein Meister hat Produkte konstruiert, die haben auf dem Pappdeckel halt was drauf skizziert und dann sind sie in die Werkbank und haben aus dem Blech irgendwie was gefeilt. Und es war schon sehr rudimentär, die Arbeit, wie sie beginnt. Und da habe ich bei Siemens natürlich schon einen sehr modernen Industriebetrieb kennengelernt und konnte das eigentlich umsetzen, eine Firma zu modernisieren. Kann man sich gar nicht vorstellen, dass Sie also diesen kompletten Wandel eigentlich... In 50 Jahren tut sich ein bisschen was. Ne? Aber glauben Sie, dass in den nächsten 50 Jahren den Horizont, dass man das nochmal so viel Drehung miterlebt? Ja, wahrscheinlich schon, oder? Die Mobilität wird sich nochmal komplett verändern. Ja, das ist echt schwierig vorauszusehen, wie sich die Industrie und Wirtschaft verändert durch Digitalisierung und andere Arbeitsteilungen. Und also diese Prognose wage ich jetzt nicht, ob die Innovationsgeschwindigkeit abnimmt oder zunimmt. Das muss ich wirklich sagen. Wahrscheinlich nimmt sie. Kann ich schwer beurteilen. Oder bleibt gleich, aber sie ist nicht mehr so sichtbar, oder? Weil alles im Digitalen stattfindet. Für uns war natürlich die Entwicklung sehr stark. Das ist klar, weil wir waren eigentlich ein größer Handwerksbetrieb. Ja, mit 1000 Mitarbeitern schon viel größer. Ja, aber noch extrem. Andererseits natürlich auch extrem lean. Ich meine, heute haben wir viel zu viel White Collars an Bord und die Abläufe sind alle komplex und zu langsam und zu schwerfällig und so weiter. Das war natürlich ein extrem bewegliches Unternehmen und vieles von dem würde ich mir auch wieder wünschen. Einfach ganz einfache, schnelle Entscheidungen und Ähnliches. Da hapert es jetzt inzwischen ein Stück dran. Das stimmt. Aber wie viele Mitarbeiter haben Sie jetzt? 25.000. Ja, gut. Da muss man auch ein bisschen die Kontrolle behalten. Da kann eben nicht mehr jeder machen, wahrscheinlich, was er will. Ne? Das ist deswegen, ja, gut. Aber wenn so viele Köche am Brei rumrühren, dann wird es auch nichts. Ja. Okay. Das ist Mittelmaß. Wen haben Sie damals so beliefert an Autofirmen? Es gab ja mehr Hersteller noch damals. Es gab Borgward und ähnliche Firmen, die ja nicht mehr existieren heute. Aber im Prinzip, ja, die natürlich deutschen Autohersteller. Ins Ausland sind wir erst
erst sehr spät gegangen, ich würde sagen. Das war 80er, Anfang 80er Jahre. War unsere erste Auslandsfertigung. Okay, Auslandsfertigung und auch Belieferung eines ausländischen Autoherstellers. Nein, also beliefert haben wir schon früher, aber produziert nur in Deutschland und nur in Coburg. Auf was haben Sie spezialisiert? Fensterheber und Sitze, ne? Sitzanlagen. Ja, also erstmal die Bewegung des Fensters. Daraus ist dann immer größeres Produkt geworden, bis zur ganzen Türtechnik. Mhm. Und dann das Verstellen von Sitzen. Das natürlich auch immer über die Mechanik, Elektromechanik, Elektronik, sich immer komplexer entwickelt hat. Und jetzt bewegen wir eben Heckklappen, Innenräume, Lenkräder, die verschwinden sollen, wenn autonom gefahren wird. Jetzt bewegt sich alles. Und dann haben wir Motoren, natürlich eine ganze Menge, die wir bauen für Fahrwerkgetriebe, Lenkung und Ähnliches. Wie war damals die Zulieferbranche? Wie sah das damals aus? Wir waren ein Familienunternehmen. Genau. Oder wie war das bei der Entwicklung? Also sagen wir, ich habe gelesen, dass Sie den ersten elektrischen Fensterheber in einem Mercedes, ich glaube in diesem Flachkühler, oder? Der da steht, eingebaut haben. Kann das sein? War, glaube ich, in dem BMW. Okay. Ich glaube, der 503 war der erste. Ah, okay. Erste elektrische Fensterheber. Erster Sitz elektrisch war Mercedes. Wie sah das damals aus? Da hat sich dann jemand gemeldet und gesagt, das sind die Zeichnungen, konstruieren uns einen Fensterheber oder so viel Platz. Ja gut, wir haben natürlich den Markt beobachtet. Das ist einmal alles, was mit Komfort zu tun hat, war Amerika natürlich weit voraus. Okay. Die hatten ja schon Klimaanlagen, da wussten wir gar nicht, was das ist. Und dann Servolenkung, also das ganze Komfortthema kommt alles aus USA. Aha. Und dann hat man halt überlegt, was kann zu welchem Zeitpunkt auch in unserem Markt attraktiv sein. Mhm. Und haben dann die Produkte übernommen oder Kooperationen geschlossen oder ähnlichen Weg gegangen. Aber wir haben natürlich eine ganze Menge Produkte in Europa eingeführt, die es vorher in Europa nicht gab. Und das haben Sie dann den Autoherstellern vorgestellt und gesagt, wäre das nicht was für die nächste Modellvariante? Genau. Und dann haben Sie die Teile komplett also gefertigt und da eingebaut? Oder wann war dieser Sprung, dass Sie ganze Türen zum Beispiel geliefert haben, wie Sie es heute machen? Also ohne Außenhaut. Ne? Das haben wir auch mal versucht, klar. Aber das war mit Lackiererei und so weiter kompliziert. Ja. Hat nicht funktioniert. Ja, klar, ich meine, in der Autoindustrie war eben der Trend, immer größere Einheiten als System zu kaufen. Mhm. Und das war natürlich absolut in unserem Sinne, das Geschäftsvolumen zu vergrößern. Und auch die technologischen natürlich Inhalte zu erweitern. Das war einfach ein Trend, den wir gerne mitgemacht haben. Und okay, da hat man eben versucht, vorne dran zu sein bei dieser Entwicklung. Was sind so die kompliziertesten Entwicklungen gewesen, wenn Sie sich so zurückerinnern? Sagen wir so, was technologisch schwierig ist, ist, wir sollen auf der einen Seite unsere Produkte immer stabiler machen. Mhm. Crash-Anforderungen und so weiter sind ja am Steigen. Dann sollen die Produkte gleichzeitig leichter werden. Das widerspricht ja normalerweise Stabilität. Das geht dann nur mit sehr hochwertigen Materialien und die will man nicht, weil sie viel Geld kosten. Also in dieser Quadratur des Kreises bewegen wir uns eigentlich permanent, okay. Wenn es sich um mechanische Produkte handelt. Elektronik ist wieder ein anderes Thema, aber Mechatronik, also mechanische und auch elektrische Produkte stehen immer in diesem Zwiespalt Gewicht, Kosten, Geräusch. Und da eine Kombination zu finden, die übrigens auch in Märkten ganz unterschiedlich wahrgenommen werden. Also zum Beispiel die Koreaner, die ja nicht durch besonders anspruchsvolle Autos bekannt sind, sind in Sachen Geräusch extrem anspruchsvoll. Auch in den einfachsten Fahrzeugen anspruchsvoller als europäische Kunden. Tatsächlich? Ja, ist ganz verrückt. Und jetzt durch Elektrofahrzeuge wird das alles natürlich noch viel komplizierter, weil jetzt kaum Nebengeräusche sind ja nur noch Reifengeräusche, die übrigens gar nicht unerheblich sind. Aber ansonsten wird es natürlich immer leiser im Auto und dann sollen auch die Nebenaggregate möglichst leise sein. Und leise heißt im Prinzip, es ist ein Aufwand, aber es würde keinen Aufwand bezahlen. Und da sind wir wieder bei dieser Problematik, niedrige Kosten mit immer hochwertiger Technik zu verbinden, ist sehr schwierig. Und Lebensdauer soll auch nicht verkürzt werden, im Gegenteil. Ja, die Garantiefristen, die ja auch auf die Zulieferer natürlich abgewälzt werden in jeder Form, ja, die werden ja auch immer großzügiger dem Kunden gegenüber. Also es ist schon eine Quadratur des Kreises, der einem permanent begegnet. Sie sind eigentlich da immer im Auge des Orkans sozusagen, ne? Genau. Übrigens interessant, als ich anfing, waren alle meine Wettbewerber Familienunternehmen in Deutschland. Kein einziges existiert mehr. Hm. Alle Familien haben aufgegeben, schon relativ frühzeitig. Und es gibt auch keine Produktion unserer Erzeugnisse in Deutschland, außer von uns.
Woran liegt das, dass Sie als Einziger durchgehalten haben? Ja, dass wir als Familienunternehmen natürlich länger kämpfen, als anonyme Konzerne Arbeitsplätze zu erhalten. Wir haben einfach eine andere Verantwortung. Wir haben Mitarbeiter in der vierten Generation. Und ich habe da ein Problem, denen zu sagen, wir haben zwar genug zu tun, aber nicht für euch. Das ist sehr, sehr problematisch. Hm. Aber nun hätten Sie auch umfirmieren können, zum Beispiel zu einer Aktiengesellschaft. Unsere Gesellschafter haben sich entschlossen und sind mir leider bisher gefolgt, dass wenn wir kein negatives Ergebnis erzeugen, solange wir noch bis an die Null-Schmerzgrenze kommen, wollen wir deutsche Arbeitsplätze schützen. Wenn wir drauflegen müssen, geht's nicht. Hm. Dann geht's nicht anders. Und wir haben ja genügend Produktionswerke in der Welt, auch in Europa, Osteuropa, die natürlich preisgünstiger deutlich produzieren als wir in Deutschland. Hm. Wie viele Leute haben Sie allein in Deutschland angestellt? Also wir haben von 25.000 Mitarbeitern sind 8.500 Angestellte, der Rest Werker. Hm. Und in Deutschland sind es insgesamt, muss ich aufpassen, 30% etwa unserer Mitarbeiter. Und dann stehen wir auch irgendwie wieder vor einem ganz großen Umbruch mit der Mobilitätswende zur Elektroautomobilität. Mhm. Da haben Sie natürlich das große Glück, dass Sie Aggregate herstellen. Also auch in Elektroautos wird gesessen, wenn Sie jetzt Getriebe herstellen würden oder Motorenteile. Ja, richtig, wir sind von der Antriebsquelle nicht abhängig. Ja. Gegenteil, also Teile unserer Motoren sind unmittelbar mit Elektroantrieb verbunden. Oder Kältemittel, Verdichter und ähnliche Erzeugnisse. Aber wir leiden natürlich darunter, wenn die Käufer verunsichert sind. Also ich mache mir diesen Euphorie nicht zu eigen, die ich in letzter Zeit höre, wenn Halbleiter, was uns im Moment fürchterlich ärgert, nach Corona, das ist die nächste Bremse unserer Entwicklung. Wenn diese Halbleiterkrise irgendwann im Laufe des nächsten Jahres hoffentlich sich mal beruhigt, dass dann die große Nachfrageboom kommt. Ich habe mehr die Sorge, dass die Autokäufer einfach verunsichert sind. Sollen sie nun ein Elektroauto kaufen und wissen nicht, wie weit sie kommen? Mhm. Oder sollen sie einen Verbrenner kaufen und wissen nicht, ob sie ihn im Gebrauchtmarkenmarkt wieder loswerden? Und wenn sie dann gar nicht kaufen, dann sagen, die Anzahl der Neukäufer ist ja relativ überschaubar. Die meisten wollen ein Fahrrad haben oder was. Und sagen, wir fahren halt unser Auto noch ein Jahr länger. Das ist natürlich ganz schlimm. Also dieser große Nachfragestau, der sich auflösen soll, an den glaube ich noch nicht. Okay. Ich glaube mehr, dass es eine große Verunsicherung ist. So, und wenn wir jetzt erleben, dass durch die Klimapolitik ja die Energiekosten massiv nach oben gehen, ja, erwarte ich einfach, dass die Kaufkraft einfach gar nicht mehr da ist für große Anschaffungen. In der politischen Diskussion wurde ja alles nur Klimaretten gesprochen, aber keiner hat sich getraut zu sagen, was das kostet. Das kommt ja so langsam hoch. Und da werde ich mal sehen, was da an Begeisterung noch ist, dass wir die Welt retten wollen, wenn wir wissen, was das kostet. Ja. Und das belastet nur massiv. Heizen im Winter und der Staat verdient natürlich flott mit bei diesen ganzen Energiepreisen. Das ist ja eigentlich auch unglaublich, der da auch mal entgegenkommen könnte mit seinen Steuern. Und was würden Sie denn gerne mehr forciert sehen? Ja, mich stört natürlich, dass immer wieder bei Herrn Indra, mich stört natürlich diese einseitige Begeisterung von Politik und Medien für diese Elektromobilität und alle damit verbundenen Nachteile werden einfach verschwiegen. Das ist ja nicht ehrlich und nicht echt. Und dass sich die Politik so frühzeitig und so einseitig auf diese eine Antriebsmöglichkeit festgelegt hat. Man kann eben nur hoffen, dass eben synthetische Kraftstoffe und ähnliche Dinge wieder stärker in Fokus rücken. Ich meine, die Alternativen, auch was man Wasserstoff, das ist immer vielleicht ein bisschen unsicher, aber zumindest synthetische Kraftstoffe, das ist ja nur wirklich ein naheliegendes Thema. Wenn diese Alternativen die gleiche staatliche Förderung erhalten würden wie die Elektromobilität, ja, die ja noch viel weiter geht als das Fahrzeug selber, also die ganze Infrastruktur und sonst wie, dann würden natürlich Alternativen genauso funktionieren. Aber jetzt hat man sich festgelegt, das ganze Geld in diese eine Richtung zu stecken und das nicht vorhandene Kernstrom fällt uns jetzt auf die Füße, weil es ist einfach die Primärenergie nicht da, um auch noch den Autoverkehr elektrisch zu betreiben. Das ist eigentlich für jeden, der sich nüchtern mit der Materie befasst, völlig, völlig klar und eindeutig, dass er mit den Nationen zupflastern mit Solarflächen ist ja furchtbar oder alle 200 Meter ein Windrad aufstellen und sagen, es geht ja alles nicht. Ist schwierig, ne? Also die Kohle stellen wir ab und den Atomstrom wollten wir nicht haben. Dann geben wir alles den Nachbarn, das ist wieder in Ordnung, da sollen die CO2 einatmen und die Sicherheit oder Unsicherheit von Kernenergie ertragen. Hauptsache wir in unseren Grenzen sind okay. Also das ist derartig verlogen.
So, wir sitzen hier inmitten ihrer fantastischen Autosammlung und das meiste ist tatsächlich auf Sport ausgelegt. Denn, und das muss man auch sagen, Sie sind nicht nur auf einem PS schnell, also Sie sind ja ein unheimlich erfolgreicher Reiter. Mhm. Erzählen Sie mal, was Sie da für Erfolge hatten. Ja, ich war Nummer 1 in Bayern in der ersten Hälfte der 90er Jahre und Nummer 12 in Deutschland. Und das ist ja ein Sport, bei dem zwischen Amateuren und Profi kein Unterschied besteht. Und das haben Sie neben der Firma noch gemacht. Das ist ja das Autofahren und das Pferdesport neben der Firma. Also und nebenbei sind Sie auch noch Rallyefahrer. Was war für Sie grundsätzlich wichtiger, Pferdesport oder Rallyefahren? Ich hatte wirklich über 35 Jahre 40 Sportveranstaltungen im Jahr. Die Hälfte Motorsport, die Hälfte Pferdesport. Aha. Und Montag früh war Geschäftsführungssitzung. Und unsere Geschäftsführer waren erholt aus dem Wochenende, vielleicht ein bisschen Tennis gespielt und so. Am Tisch gesessen und ich kam Sonntagnacht heim aus dem Leistungssport und Montag früh war ich fit, die ganze Sache in Schwung zu bringen in der Firma. Und das hat dazu geführt, und das ist das Interessante eigentlich, ich habe 3 völlig unterschiedliche Bekanntenkreise, die miteinander gar keine Verbindung haben. Mhm. Einmal sind die Motorsportleute, wo ich eben viele Jahre als Amateur gegen Profis gekämpft habe und manche dachten, das sei mein Beruf. Das Gleiche ist im Pferdesport passiert. Und das Dritte ist Business. Ja. Und es gibt gar keine Verknüpfungen. Ich kenne keinen Businessmenschen, der diese Sportarten auf dem Level betreibt. Und ich kenne auch keine Sportler, die Unternehmer sind. In dem Format, in dem Format. Ich glaube, der Weiß war der einzige BDI-Präsident, der ganz gut Auto gefahren ist, Rundstrecke. Aha. Aber sonst fällt mir eigentlich kaum jemand ein, der so intensiv nebenbei noch Leistungssport betrieben hat. Andererseits muss ich sagen, hat mir der Sport natürlich extrem viel gebracht. Einfach deshalb, weil die Erfolge im Unternehmen, die muss ich ja mit ganz vielen Menschen teilen und will sie auch teilen, weil das ist ganz klar. Ich kann zwar die Ziele vorgeben und das kontrollieren und wieder Druck machen und mit meiner permanenten Unzufriedenheit alle vor mir hertreiben, aber letztendlich die Arbeit machen ja im Wesentlichen andere. Ja. Die Erfolge im Sport, die habe ich für mich selbst gemacht. Mhm. Ich sitze am Steuer, ich sitze im Sattel. Ich brauche zwar auch Menschen um mich herum, die mich unterstützen, vorbereiten und so weiter. Aber den Erfolg muss ich mit niemandem teilen. Deswegen haben wir die eigentlich fast noch mehr gebracht als die beruflichen Erfolge. In welchem Bekanntenkreis fühlt sich Ihre Frau am wohlsten? Mag die Motorsportgeschichte oder lieber die Pferdegeschichte? Pferde mehr. Davon gehe ich aus. Ja. Gut, bei Rallye-Fahren ist ja auch blöd, du siehst ja gar nichts. Wenn meine Frau mal mitgefahren ist im Servicewagen, dann sieht sie uns immer nur ankommen aus der Prüfung und wieder wegfahren, weil man kann ja nicht zuschauen vom Servicewagen. Genau, ja. Rundstrecke ist besser, da sieht man was. Ja. Aber ich bin ja kein Rundstreckenfahrer. Bergrennen gibt es auch, sieht man auch kaum was. Kann man sich an eine Stelle stellen und dann sausen die Autos vorbei. Ja. Pferdesport ist natürlich toll, das kannst du zuschauen, sitzt im Stadion, in der Halle, ist noch bessere Atmosphäre oder auch im Freien und kannst natürlich das Pferd die ganze Prüfung lang beobachten. Warum eigentlich Rallye-Sport? Also Rundstrecke hat Ihnen nie getaugt oder haben Sie es mal probiert? Meine Frau hat mir mal zum Geburtstag ein Autofahrtraining, kombiniert Auto- und Skifahrtraining, in der Schweiz geschenkt. Aber das ist schon 35 Jahre oder länger her, 40 Jahre. Und dann machte Rauno Altonen das Skitraining auf so einem großen verschneiten Parkplatz. In Sils Maria war das, glaube ich. Und Walter machte das Autofahren. Das Skifahren, Quatsch. Andersrum. Skifahren, der hat mit Auto nichts zu tun gehabt, dann nur das Skitraining gemacht. Und das war ein ziemlich stressiges Programm. Das ging also von früh bis abends ohne Pause durch. Und ich hatte Geburtstag und ich habe gesagt, ich würde mit dem Walter mal gerne so nachts so einen verschneiten Berg rauf und runter fahren, wenn wir alleine sind. Aber ich frag den nicht, das ist irgendwie blöd. Und dann hat meine Frau gesagt, ich frage mal, ist ja kein Thema. Und hat gesagt, ja, kein Problem. Und dann fand ich eben interessant, nicht das Rauffahren, sondern das Runterfahren. Wer eben das Auto mit Gas, Bremse und Lenkung so sauber auf so einer verschneiten Bergabstraße bewegt hat. Und ab und zu kam uns auch einer entgegen. Und diese präzise Linie, die der gefahren ist, zwischen Leitplanke und Mittelstreifen, das war schon eindrucksvoll. Und da habe ich gedacht, das kann jetzt sein, das hat ja auch nur einen Führerschein wie ich. Das muss ich jetzt lernen. Das war eigentlich der Beginn der Thematik, dass ich gesagt habe, das will ich mich diesem Sport intensiver widmen. Und da war ich ja schon älter, ich habe Pferdesport schon ab Kind gemacht und mit Autofahren habe ich mich eigentlich ernsthaft erst mit, weiß nicht, 40 oder so interessiert. Okay, so habe ich gesagt, jetzt habe ich weniger Zeit, jetzt muss ich mit besseren Leuten zusammenarbeiten. Ich muss
mir angucken, was die Profis machen, wie sie es machen und schneller Fortschritte. Und mit wem haben Sie da zusammengearbeitet? Ja, mit verschiedenen Rallye-Fahrern halt, immer wieder trainiert. Sonst wie. Und das hat Spaß gemacht, ja. War Walter dann noch weiter der Lehrer, der Fahrlehrer? Ja, der war mal dann in Sanremo ein bisschen angefressen, da war ich mal schneller in der Prüfung. Das hat ihm dann gar nicht gefallen. Dann wurde so ein bisschen, kam ein bisschen mehr Distanz rein in die Beziehung. Das war nicht ganz witzig. Nein, ich meine, das ist ein phänomenal guter Autofahrer, das ist ja gar keine Frage. Aber er mag immer der Beste sein und ganz weit weg von allen anderen, das ist für ihn sehr wichtig. Naja, nein, man kann natürlich von guten Leuten lernen. Ist Breitsport natürlich viel einfacher, weil man steht daneben und sieht alles, was die machen. Mhm. Und im Rallye-Auto müsste sich daneben setzen als Beifahrer. Das kann ich sowieso nicht gut. Mhm. Und sehen, wie die ein Fahrzeug bewegen und so weiter. Ein bisschen mit Video kann man jetzt ein bisschen mehr sehen, was die machen. Mhm. Und so. Aber ansonsten ist es schwieriger eigentlich zu lernen. Man kann dort Lehrgänge machen und immer wieder mit guten Leuten zusammen versuchen zu trainieren. Mit welchem Auto haben Sie angefangen? Das erste Rallye-Auto war dieser grüne Porsche, den wir gerade gesehen haben. Ach, tatsächlich? Ja, ja. Da hatte ich noch so ein Mini, aber da habe ich so viele Karambolagen gebaut und Überschläge und Zeug. Das habe ich dann meiner Frau versprochen. Das ist einfach zu wenig Platz um mich herum, auch natürlich mit Käfig und so weiter. Aber die Knautschzonen sind schon überschaubar bei so einem kleinen Auto. Ja, das stimmt. Und dann haben wir den irgendwann mal, als nur noch ein Rücklicht ganz war, haben wir den mal weggelegt. Also das, was wir gerade gesehen haben, das haben natürlich jetzt die Hörer nicht mitbekommen. Das war ein kurzer Radstand, 911er. Ja, ja, das war das erste. Mit was für Leistung also ungefähr? Fahrzeug. Ja, die haben so 200 PS, 2 Liter Motor. Also 65 war ja das Baujahr, das war das modernste Auto mal im historischen Sport. Ja. Und da wurde die Baujahrsgrenze immer weiter hochgesetzt. Und als 65 Baujahrsgrenze war, war ich mit dem Auto. Habe ich ganz viele, viele EM-Läufe gewonnen. Ich war 3-mal Mexiko gewonnen. Ich war 2. in Tasmanien und in Neufundland. War mal auch 2. gesamt mit so einem Auto. Da war allerdings alle Baujahre erlaubt, aber die hatten einen Koeffizient nach Baujahr und Hubraum. Und da bin ich mit dem Ding auch ganz vorne mitgefahren. Das war ein schon tolles Auto und alle paar Jahre, ist ja klar, im historischen Sport werden die Baujahre immer frischer. Mhm. Jetzt inzwischen fahren Allrad Turbo-Autos rum und eines Tages kommen die WRCs nach 25 Jahren. Also das ist schon ein bisschen eigenartige Entwicklung, ja, was da war. Und ich war irgendwann nicht mehr bereit, mir ständig ein neues Auto zu kaufen. Und ich habe ja schon ein Problem jetzt, die 10, 15 Autos zu bewegen und fahre. Wenn wieder Veranstaltungen stattfinden, in Deutschland ja fast gar nichts, ich fahre fast nur im Ausland, dann fahre ich jedes Wochenende ein anderes Auto. Und das hat natürlich das Problem, dass meine Wettbewerber fahren nur mit dem gleichen Fahrzeug, sind völlig eingespielt und ich brauche eine Rallye bis in der letzten Prüfung, da müsste es eigentlich losgehen und dann habe ich das Auto voll im Griff. Und das ist natürlich blöd, aber andererseits will ich alle mal bewegen. Und ja, den Preis muss man dafür bezahlen. Und ich sehe gerade, als Rallye-Autos sind Sie schon sehr auf Porsche abonniert, oder? Das ist für Sie das... Ja, davon habe ich natürlich die meisten Fahrzeuge. Aber ich muss sagen, mir macht natürlich jedes Auto Spaß. Und so ein kleiner Alpine ist auch toll zu fahren. Oder die Stratos-Autos sind natürlich mit Abstand die tollsten Fahrzeuge. Also diese Balance und diese Kompromisslosigkeit an Technik, das hat ja kein Auto jemals vorher und nachher gehabt, wie der Lancia Stratos. Das muss man wirklich sagen. Es ist interessant, wenn man die Auto auch, wenn wir beim Testen sind, ich habe vorhin gesprochen von dieser Strecke, wo ich morgen ins Slalom fahre. Und die hat einen ziemlich rauen Asphalt und frisst Reifen wie verrückt. Aber mit dem Stratos kannst du ja also unendlich fahren, weil das Auto so gut ausbalanciert ist. Der braucht ja keine Reifen. Tatsächlich. Das ist Wahnsinn. Das ist unglaublich. Ich habe in Italien Rallyes gefahren. Von Pirelli gibt es einen sehr, sehr guten Nassreifen, Regenreifen. Mhm. Der heißt W. Der Gesamtsieger ist die gesamte Rallye mit dem Regenreifen auf trockener Straße gefahren. Die hat natürlich vom ersten Moment an Grip. Ja, relativ ja, gleiche Kurve. Ne? Aber der ist so gut, dass der auch auf trockener Straße hält. Und wenn ein Auto so gut ausbalanciert ist wie der Stratos, dann fährst du so eine Veranstaltung mit so einem Auto. Ich habe auch Bergrennen, das Berliner jetzt, hat auch einen Stratos vor 2, 3 Jahren gewonnen. Auch mit dem W-Reifen. Okay. Regenreifen. Aber den Stratos haben sie sich mehr als nur verguckt, den haben sie nämlich nachgebaut, ne? Beziehungsweise eine Evolutionsstufe daraus gebaut. Es ist halt so, es gab ja immer wieder die Idee, ein besonders interessantes Auto aus der Vergangenheit in die Neuzeit rüberzunehmen. Das ging beim
Käfer los mit dem New Beetle und dann ging das weiter. Ford GT, Fiat 500, ich muss nicht alle Autos aufzählen, wo man sagt, das ursprüngliche Fahrzeug war so interessant, dass da eigentlich ein neues mit Recht eigentlich entwickelt werden müsste. Und für mich ist der Stratos nach wie vor das kompromissloseste Rallye-Auto, was jemals entwickelt worden ist. Ist ja auch nur für die Rallye-Weltmeisterschaft gebaut worden, für nichts anderes. Mhm. Und vorher und hinterher waren alle eigentlich Rallye-Autos immer normale Straßenautos, die man halt dann leichter gemacht hat und andere Technik eingebaut hat. Aber für die Straße gebaut und dann für den Sport verwendet. Beim Stratos war das umgekehrt. Ist nur für die Weltmeisterschaft gebaut worden. Und da muss man eben noch für die Homologation insgesamt 400 Autos gebaut bauen, die zur Homologationszeitpunkt dann nie fertig waren. Da gibt es diese schöne Geschichte mit den zwei Parkplätzen. Ja, erzählen Sie mal. Ich glaube, vielleicht haben einige die nicht präsent. Naja, die FIA wollte 400 Autos haben, 73. Und die waren natürlich nicht fertig. Und dann haben sie auf dem Parkplatz in Italien, weiß nicht, 120 oder 100 oder 200 Autos hingestellt. Weil nicht mehr Platz war, dann ist die FIA-Kommission zum Essen gegangen. Italien ziemlich ausgiebig. Dann sind sie auf einem anderen Parkplatz gefahren, haben die anderen 200 Autos angeschaut. Geht auch nur in Italien. Und nach den Produktionsnummern, dann kann man wunderbar nachvollziehen, wie viele Autos sie gebaut haben nach dem Zeitpunkt dieser Homologation. Okay. Also inzwischen ist es dokumentiert, dass es den nie gegeben hat, natürlich seit 1973. Wenn Sie diesen Podcast hören, wissen Sie bereits, wie wichtig es ist, Fragen zu stellen. Bei Aramco helfen uns unsere Fragen, eine bessere Zukunft zu gestalten. Wie können wir die Kraftstoffe von morgen zur Verfügung stellen? Wie können wir die Ressourcen von heute zum Treibstoff für unsere gemeinsame Zukunft machen? Wie können wir eine Welt mit Energie versorgen, die sich keinen Ausfall leisten kann? Wie können wir Neugier säen und so Ideenreichtum ernten? Mehr zu Innovationen, die uns voranbringen? aramco.com/das Wie treibt uns an. So, und 2008 waren das, sind Sie auf die Idee gekommen, glaube ich, oder 2008 haben Sie es mit Ihrem Sohn genau. Und dann gab es einen Designer, einen Österreicher, der mich jahrelang verfolgt hat, den habe ich mal kennengelernt in Spanien. Und sein Vater hat eine große Stratos-Sammlung und er ist ein Stratos-Fan. Und als er mich kennengelernt hat, hat er mich also ständig bearbeitet. Ich müsste doch als Stratos-Fan auch die nötige Kapazität haben, eine Neuauflage dieses Autos zu finanzieren. Und das hat er so lange gemacht, bis ich dann mit meinem Sohn zusammen gesagt habe, das machen wir jetzt und schauen, dass wir so ein Auto auf die Beine stellen. Dann sind wir rumgefahren und verschiedene Firmen angeguckt, sind dann bei Pininfarina gelandet, weil die eben auch ein Einzelstück in extrem guter Qualität bauen können. Mhm. Ja, dann haben wir dann viele Designer mitgearbeitet an dem Auto, die nicht zu Pininfarina gehören, sondern einfach Stratos-Fans sind. Also heutige Audi-Designchef war mit dabei und der Bugatti-Designchef war mit dabei und alle haben in ihrer Freizeit so einen Spaß gehabt, an dem Projekt mitzuarbeiten. Und dann haben wir die Karosserie entwickelt und ich habe mich sehr stark um die Technik gekümmert. Ich wollte halt, dass das Auto möglichst kompakt ist, möglichst steif ist, ja, möglichst gut balanciert ist. Also alles, was ich vom Autofahren inzwischen weiß, wollte ich natürlich an diesem Auto realisieren. Und die Ausgangsbasis der 430 Scuderia war schon ein recht sehr, sehr gutes Auto. Und das wollte man in jeder Beziehung verbessern. Also der basiert ja, richtig, der alte Stratos baut ja auch, basiert ja auch auf Ferrari, genau. Ferrari Dino, ja. Sechszylindermotor und viele Teile aus dem Viertel. Das heißt, die haben damals auch sich die Mühe gemacht, für die 400 Homologationsautos einen völlig neuen Motor zu entwickeln. Mhm. Haben vom Dino den kompakten Sechszylinder da eingebaut quer. Und gleiche Konzeption war natürlich für ein Einzelstück noch naheliegender, dass man sagt, was ist das beste Auto dafür? Und das war halt der sportlichste Mittelmotorwagen von Ferrari, war damals der 430 und die Leichtbauversion war Scuderia. Mhm. Dann haben wir gesagt, okay, dieses Ding immer. Und dann haben wir vom Kühler bis zum Auspuff jedes Teil in die Hand genommen. Dann haben wir gesagt, wie können wir es gewichtsmäßig erleichtern und in der Performance verbessern. So sind wir das ganze Auto Zentimeter für Zentimeter durchgegangen, haben das Chassis verkürzt, mit dem Vierkäfig verschweißt, dann haben wir die Torsionssteifigkeit von dem Auto schon mal um 40% erhöht. Dann natürlich Fahrwerk, alles präzise auf Uniball und so weiter. Und durch die Verkürzung des Chassis ist der Schwerpunkt noch ein Stückchen weiter nach vorne gerückt. Wir haben also fast, 49, 51 oder was Gewichtsverteilung. Und durch den kompakten Radstand ist er natürlich noch mal agiler geworden. Und durch die Steifigkeit und durch diese ganzen Fahrwerksabstimmungen
hat das Auto eine Präzision. Also immer dann, wenn man neu einsteigt, muss man in den ersten Kurven aufpassen, dass man nicht überlenkt und innen an Bordstein fährt. Weil das Auto wie ein Kart jeder Lenkbewegung folgt. Das ist unglaublich. Okay. Ich meine, nach ein paar Minuten ist es fantastisch, dass das Auto eben so präzise jeder Lenkbewegung folgt. Ja. Und das Tolle ist, wir haben ja sehr viel im Windkanal auch damit gearbeitet. Ich kann also mit dem Auto 300 fahren und die Hand vom Lenkrad lassen. Und ich kann die engsten Spitzkehren fahren mit zwei Fingern. Und das miteinander zu kombinieren. Wir haben eben sehr viel Downforce bei dem Auto durch die Gestaltung vom Unterboden, Front und Heck, dass das Auto eben auch bei hoher Geschwindigkeit so wahnsinnig stabil ist, was ich nie für möglich gehalten hätte. Also wir waren zum Schluss einfach von der technischen Performance von dem Auto mindestens genauso begeistert wie von der Form. Und das ganze Ding ist ja komplett außen und innen aus Kohlefaser gebaut. Und mit 1240 Kilo Trockengewicht, einschließlich Klimaanlage und Käfig, ist ja schon mal ein Wort. Ne? 1240 Kilo? Ja. Zur heutigen Zeit, was wiegt denn der Ferrari im Ursprung? 1400 oder sowas, ne? Ja, wir haben mal 160 Kilo aus dem Ferrari rausgebracht. Okay. Und es war ein Leichtbau, es ist ein Aluminiumauto, ne? Ja. Also das war Spaß. Man hat natürlich nur einmal im Leben die Chance, sich sein eigenes Auto zu bauen. Und wenn man so ein Autofreak ist wie ich und bin nichts zufrieden, ne, dann geht es nur mit dem eigenen Fahrzeug. Und wir haben wirklich Zentimeter für Zentimeter an dem Auto gearbeitet und überlegt, was kann man da noch machen, was kann man da noch verbessern, was kann man da noch erleichtern. Und natürlich die Bose-Ingenieure hatten auch einen Riesenspaß dabei. Der normale Stratus, da kann man nur die Scheibe in ein Stückchen nur runternehmen, weil die Ablagen in den Türen für die Helme viel Platz brauchen. Jetzt sind die modernen Helme ja viel, viel größer mit den eingebauten Headphones. Das heißt, die Ausbuchtung in der Tür ist viel, viel größer auf der Innenseite. Und außen muss man die Tür einziehen in der Form, damit hinten die Kotflügelverbreiterungen sichtbar werden. Mhm. Weil bei dem alten Stratos war der Unterschied in der Spur zwischen Vorder- und Hinterachse viel, viel größer als bei dem neuen. Okay. Und dadurch muss man künstlich im Prinzip eine Kotflügelverbreiterung formen, indem man die Karosserie vorher nach innen nimmt, sodass man mit der Kotflügel wieder raus kann. Mhm. Das ist ein bisschen ein optischer Trick. Und da eine Scheibe zu bauen, die völlig versenkt werden kann nach innen, war also sehr kompliziert. Das ganze Mechanik ist nämlich außerhalb von der Scheibe und nicht innerhalb der Scheibe. Das haben wir noch nie gemacht bei der Tür. Okay, die Sitzverstellung, der Sitz wiegt einschließlich kompletter Verstellung, glaube ich, 4,2 Kilo. Das ist auch nicht schlecht. Also gleich ein gutes Werbeprodukt für Brose. Ja, es ist leider in Großserie schlecht verkäuflich, weil natürlich der Aufwand ist natürlich groß, so einen extrem Leichtbau zu treiben. Hat Ferrari das unterstützt? Ja, ich meine, das Tolle war, dass ich durch einen gemeinsamen Bekannten sehr frühzeitig zu Montezemolo Kontakt bekam und ihm von dem Projekt erzählt habe. Mhm. Und er hat gesagt, wenn es fertig ist, soll ich ihm das Auto zeigen, dann will er mitfahren. Und als es fertig war, sind wir auf die Ferrari-Teststrecke und er kam. Und da gibt's ja das Video, was, ich weiß nicht, 1,3 Millionen Menschen haben das angeklippt auf unserer Website, wo der Montezemolo ziemlich flott um seinen Kurs herumflitzt und dann der kann gut Auto fahren. Und dann sagt, also das ist übrigens das einzige Nicht-Ferrari-Auto, was der Mann bereit war, auf seiner Rennstrecke zu bewegen, und steigt dann aus und lässt ein ziemlich tolles Lob über das Ergebnis los. Das hat uns natürlich stolz gemacht. Aber dann war es so, dass sein Geschäftsführungsvorsitzender, Montezemolo war ja Präsident, gesagt hat, er möchte also nicht, dass weitere Autos gebaut werden mit Ferrari-Technik, sondern nur für mich. Und dadurch ist das Projekt erstmal gestoppt worden. Nun war es natürlich auch insofern ein bisschen unangenehm. Sie sehen ja, wir waren auf 40 Covern von Automagazinen in der ganzen Welt mit dem Fahrzeug. Und dann gab es natürlich auch große Reaktionen aus dem Publikum. Da muss ein Deutscher kommen und der Marke Lancia mal zeigen, was die für tolle Autos gemacht haben. Ja. Dann stand natürlich, der fährt viel besser als der Ferrari. Mhm. Ja, das war natürlich auch nicht gerade dafür geeignet, große Begeisterung dort auszulösen. Und dann wurde das Projekt erstmal gestoppt, bis jetzt unser Projektleiter sich selbstständig gemacht hat mit der Firma in Turin und baut jetzt diese Kleinserie. Also auch tatsächlich mit der gleichen Basis auch wieder die... Ja, wieder 360 oder 430 Chassis ist die Basis, mhm, und dann wird das Chassis verkürzt und dann komplett neues Auto drauf gemacht. Muss man seinen 430 Ferrari abliefern? Nee, kann man auch bekommen. Da, also wenn er das Auto besorgen soll, kann das auch. Okay, aber es wird auf Basis eines alten Ferrari 430 gebaut dann, oder 30? Ja, genau. Richtig. Ah, okay, alles dafür klar. Dafür sind Formen für die Carbon-Karosserie und das alles muss ja auf das Chassis passen. Ja.
Und das war eben von 430 und 360. Wo liegt man da preislich am Ende des Tages bei dem Wagen? Ich glaube, er verlangt rund, also ein Auto plus, glaube ich, 500.000 Euro. Okay. Das ist im Vergleich zu den Millionen Autos, die jetzt alle angeboten werden und eigentlich No-Name-Fahrzeuge sind. Der Stratos ist natürlich eine solche Ikone. Und wer die Autos nebeneinander sieht, wie Sie hier sehen auf dem Ding, erkennt natürlich mit einem Blick, was das für ein Fahrzeug ist. Und Sie müssen mal auf die Website schauen. Das sind die ganz tolle Webseite, verlinke ich auch. Wie ich Monte Bondone da fahre, die Leute am Straßenrand, die schmeiße ich auf den Boden, wenn der Stratos kommt. Und erkennt natürlich mit einem Blick die neue Version als ein Stratos. Ja. Das heißt also, das Auto hat im Gegensatz zu irgendwelchen Prototypen und Fahrzeugen, die immer wieder angeboten wurden und überhaupt keine Beziehung haben zu irgendeinem, ist das Auto natürlich, sagen wir, eine direkte, in so vielen Merkmalen, Details, äußerlich und technisch, direkter Nachfolger des eigentlich spannendsten Autos. Weil wenn heute eine historische Rallye ist, da sind 30 Porsche und ein Stratos, da gucken die Leute auf den Stratos und ich. Sie haben es ja gesehen. Ja, stimmt. Im Pferdsfeld muss man auch dazu sagen. Wenn die beiden Stratos ankommen, dann ist nichts anderes mehr interessant. Guckt jeder hin, ne? Weil der Sound, das ist einfach so ein Gesamt. Ja, ja. Dieses kleine Auto, was so toll klingt und was da so wendig durch die Gegend fliegt. Ne? Ich meine, Fiat hat ja dann entschieden, dass sie den 131 in den Sport bringen und den Stratos aus der Werksbetreuung rausgenommen. Das war, glaube ich, 78 und die haben 81 noch WM-Läufe gewonnen. Gegen die ganzen Werke mit Privatteams mit dem Auto. Also sieht man mal, was da für ein Potenzial in dem Fahrzeug steckt, auch ohne Werksunterstützer. Eigentlich schade, dass man daraus dann jetzt nicht mehr machen konnte, eine Rennserie oder eine Rallye-Einsätze oder so, weil das ist einfach. Ja, klar, aber dann, gut, für Rallye heute braucht man für Homologation andere Autos, klar. Stückzahlen. Also die Zeiten sind vorbei, wo man mit Prototyp fährt. Ja. Und so weiter. Der Porsche, mit dem ich Europameister geworden bin, war ja zum Zeitpunkt von Monte Carlo 1972 auch ein Prototyp. Die Autos wurden ja erst in 72 homologiert. Da gab es ja nur 23 Autos davon. Und zwei haben sie 71 gebaut im Oktober, um im Januar die Monte zu fahren. Also damals war es noch ein Prototyp. Und das ist ein Original von Ihnen, oder? Ja, da sind mehrere Originalfahrzeuge da. Also das ist ein Original von... Die gehören alle eigentlich ins Museum. Ja. Und kein Mensch würde damit Sport betreiben. Genau. Nur war es so, ich habe ja jetzt erzählt, dass die vier Jahrgänge immer weiter nach vorne gerückt sind. Wie gesagt, ich hatte das 65er Auto und dann war, glaube ich, 71 der nächste Sprung. Und da gab es mal eine Zeit lang die Idee, dass nur Autos mit einer originalen Renngeschichte an vier Wettbewerben teilnehmen können. Mhm. Und da haben sie festgestellt, sie haben gar keine Starter. Weil, wo gibt es da Originalautos? Ja, wenn man ein Originalauto hat, dann würde das nicht in den Wettbewerb irgendwie kaputt fahren. Standen sie alleine da. Dann, genau, da habe ich mir zwei Autos zugelegt. Das war damals der 2,5 Liter und der iRock 3 Liter Wagen. Aha. Die habe ich mir in der Zeit gekauft. So, jetzt werde ich sie ja nicht stehen lassen, nur weil sie so wertvoll sind und so selten sind. Und dann bewege ich sie alle. Ich meine, die beiden SCRS sind ja auch Originalautos. Also ich habe vier Original-Porsche, die eigentlich ins Museum gehörten oder in der Auktion gehörten und nicht auf die Schotterpiste. Also, wenn man Sie jetzt mit Ihrem Namen ein altes Auto sieht, dann schaut man da jetzt nochmal anders drauf, weil es geht mir tatsächlich auch so. Eigentlich geht man inzwischen immer davon aus, dass es Nachbauten sind. Ne? Ah ja. Man geht nie von Originalautos aus. Ne? Also über welche Werte reden wir da, wenn jemand das nicht kennt? 1,5 Millionen aufwärts. Ne? Die Original in der Kleinserie mit Renngeschichte liegen. Ja. Locker in der Größenordnung. Fantastisch. Und die Replika geht halt für ein Zehntel des Preises. Ne? Ja, genau. Ist auch schon viel Geld, aber trotzdem. Ja, aber ich kann sie nicht hier stehen lassen, die Autos. Nee, eben. Und das ist ja auch langweilig, oder? Die Autos sind zum Rennfahren gebaut worden. Und dann bin ich natürlich jetzt auch ein bisschen älter, fahre vielleicht nicht auf der allerletzten Rille. Ja. Ja, deswegen hoffe ich, dass auch nichts kaputt geht. Aber ich finde es besser, als wenn sie hier rumstehen und die Reifen platt werden. Jeder findet das besser. Auch von unseren Hörern. Man macht ja auch den Wert eigentlich nicht so richtig kaputt. Man baut ja nur die Geschichte weiter aus. Ne? Also man kann die Autos ja immer wieder aufbauen. Ja gut, sie müssen natürlich heute das moderne Sicherheitsequipment einbauen, was es damals nicht gibt. Ne? Sie brauchen einen anderen Käfig, sie brauchen eine andere Tankanlage, sie brauchen eine andere Gurte, Löschanlage. So, und dann, um wettbewerbsfähig zu sein, brauchen sie andere Fahrwerke als früher, sie brauchen andere Reifen als früher. Also der historische Sport hat natürlich auch derartig zugenommen an Performance, dass du mit dem alten Zeug nichts mehr anfangen kannst. Also wenn du mitfahren willst vorne, musst du natürlich das alles nachrüsten und auf den letzten Stand fahren.
Also um den wieder als Original, müsste man das alles zurückrüsten und müsste alten Reifen drauf machen und und nie wieder den Motor starten. Hier steht übrigens noch ein BMW 507 und auf den setzen Sie. Ja, den bin ich mal, als ich mitbekommen habe, dass der Vater vom Stresel Stuck damit deutscher Bergmeister war, habe ich gesagt, also jetzt müssen wir das Auto auch etwas anders bewegen als bisher. Und dann bin ich halt bei Veranstaltungen auch zum Teil im Winter und so mit dem unterwegs gewesen und haben wir das feste Dach drauf gemacht und ein bisschen anderes Fahrwerk habe ich jetzt drin und eine Sperre. Und wir haben auch einen relativ starken Motor, da gab es zwei Ausführungen, einen Sportmotor mit 165 PS. Und da geht das Ding, der hat unglaublich Drehmoment und der geht schon richtig lustig um die Ecken rum, das Auto. Vielleicht müssten Sie mal so eine Webseite machen, wo immer steht, wo Sie Ihre Autos einsetzen, weil Sie sind ja so viel unterwegs noch, da kann man dann mal die ganzen Autos im Original noch am Limit erleben. Ja. Also bei wie vielen Veranstaltungen sind Sie noch im Jahr? Ja, im Moment war es natürlich weniger. Seit Corona ist es ja massiv zurückgegangen, nicht? Aber sonst bin ich schon 12, 13 Veranstaltungen im Jahr etwa gefahren. Okay. Also immer nach dem Motto, möglichst jedes Auto einmal. Ja. Also da kommt man da schon auf 15 Veranstaltungen. Hey, das ist ein gutes Motto. Und ich sehe, hier steht noch ein kurzer Sportquattro. Ja. Was hat es damit auf sich? Haben Sie die Fensterheber geliefert? Ja, sowieso. Nee, aber ich war auf der Automesse als 84 war das, glaube ich, oder 83. Audi dieses kurze Gerät dahin stellte und alle waren völlig außer sich, dass so eine brave Automarke so ein Sportfahrzeug dahin stellt. Und dann habe ich mir einen bestellt und habe dann relativ schnell auch festgestellt, was die Schwächen dieses Autos sind und weshalb Audi mit dem Fahrzeug dann keinen Erfolg haben konnte, weil einfach die Balance völlig falsch ist. Ja, die haben den Motor noch vor die Vorderachse gesetzt. Also das Auto hat eigentlich nur das Bestreben, gerade auszufahren und nicht ums Eck. Und haben dann mit sehr viel Aufwand versucht, Gewicht, Ölkühler und alles Zeug nach hinten zu transportieren. Das war trotzdem sehr, sehr schwierig zu fahren. Und als dann die Mittelmotorautos kamen, hatte Audi ja keine Chance mehr. Und da gibt es ja die schöne Geschichte, als Walter am Testen war, der war ja damals bei Audi beschäftigt, mit dem Mittelmotorauto und in einer österreichischen Autozeitung hat einer ein Bild gemacht. Und als das in Wolfsburg auf dem Vorstandsschreibtisch irgendwo landete, haben die sofort den Motorsport eingestellt, weil Audi hat natürlich Autos mit Frontmotor verkauft. Und wenn Sie Ihren Kunden jetzt erklären, dass man nur noch im Sport Erfolg hat mit dem Mittelmotor, dann ist das ganze Marketingkonzept überlaufen. Ja. Da haben Sie von heute auf morgen den Sport eingestellt, ne, bei Audi. Und den Sie hier stehen haben, also die zivile Version? Ja, wir haben an dem ja sich jahrelang rumgebaut, um dem ein vernünftiges Fahrverhalten beizubringen. Aber das ist das Original, das Sie damals bestellt haben? Ja, da haben wir natürlich viel dran gearbeitet, motorfahrwerksmäßig. Okay. Und vor allen Dingen auch in der Festigkeit der Karosserie. Mhm. Wir haben also die verstärkte Struktur. Das ist ja eine Kevlar-Karosse, die unglaublich nachgibt. Und nur die Rallye-Version mit dem Käfig war einigermaßen verwindungssteif. Und wir haben das versucht durch Rohre, die wir unten in den Längsholmen eingebaut haben. Und hinten haben wir die Käfigstruktur. Aber ich wollte nicht über so einen großen Querträger einsteigen. Deswegen haben wir das ein bisschen versteckt gemacht, das Ganze. Und ich habe eine sehr gute Fahrwerksfirma in Bozen, die Bilsteinvertretung hat. Die haben bei fast allen unseren Autos inzwischen die Fahrwerke gebaut. Und die waren die ersten auch, die dem Auto eine einigermaßen vernünftige Fahrweise beigebracht haben. Aber es ist natürlich immer noch so, dass der also lieber geradeaus fährt als um enge Ecken rum, weil einfach sie können diese Gewichtsthematik nicht aus der Welt bringen. Nicht? Ein bisschen das Gegenteil vom Stratos. Das auch Gegenteil vom Stratos, ja. Eigentlich. Aber ich meine, auch der BMW 2002 oder ein M3 und zwar, die Autos fahren fantastisch. Ja. Opel hier. Die haben alle das Thema mit dem Frontmotor und Heckantrieb in den Griff bekommen. Mhm. Aber wenn ich das Auto hinten verkürze, die haben ja 32 Zentimeter rausgeschnitten aus dem Audi. Und damit geht das ganze Gewicht nach vorne. Und dann den Motor auch noch nach vorne verschiebe. Also man hat mal immer gesagt, bösartig, dass ein Fahrwerksingenieur im zweiten Semester eigentlich übersehen muss, bevor ich ein Auto baue, allein aus der Schnittzeichnung, dass das Ding nur gerade ausfahren will. Aber manchmal liegt der Genie und Wahnsinn eng beieinander. Ne? Und die Stuka, einer macht den 917 Porsche als Genie und dann sagt er den Sportquattro, wo sie hinten das rausschneiden. Wenn die mit dem Langen weitergefahren wären, hätten den Langen Quattro weiterentwickelt, hätten die noch jahrelang gewonnen. Ja, vielleicht, ne? Aber auf den engen Strecken ja auch nicht. Ne? Was liegen Ihnen eigentlich für Strecken? Ja, enge, das hat aber der lange Quattro geht ja um enge Ecken genauso rum. Ja. Die fahren ja heute im Sport wieder.
ohne Restriktor. Unglaublich. Die fahren ja schneller als früher, die langen Quattro. Hm. Im historischen Sport. Die sind ja homologiert. Sind Sie mal ein aktuelles Rallye-Auto gefahren? Nee, ich bin da mit Dominik Dinkel eng befreundet und wir trainieren auch ab und zu zusammen, aber in seinem Auto habe ich noch nie Zeit gehabt, mal mitzufahren. Es muss toll sein, so ein WRC und, oder auch die R5-Autos oder was, die haben ja natürlich inzwischen eine Präzision und die Fahrwerke stecken ja nur alles weg, was das da ist so faszinierend, was da unten ist. Ist es ja nach Wahnsinn. Riesensprüngen liegen die einfach wieder drauf, als wäre vorher nichts gewesen. Es ist toll. Und auch, ich meine, durch den Allradantrieb, ich sehe es ja, wenn die in den Ecken ist ja immer Schmutz und so weiter drin, ja, da müssen die einmal schnell korrigieren, aber das Auto hat immer Vortrieb nach vorne, während im Porsche, wenn in der Kurve eben Schmutz ist und sonst wie, irgendwo ist physikalisch die Grenze, dann hast du keinen Grip mehr und dann verlierst du so viel Zeit, weil das Auto aus der Kontrolle gerät. Ein etwas schnelles Ende, aber an dieser Stelle mussten wir kurz unterbrechen und haben dann mit dem Rundgang durch die Fahrzeugsammlung weitergemacht. Jetzt wäre für euch der Moment, um auf YouTube zu wechseln, aber natürlich ist dieser Podcast nicht komplett ohne meine 50-Liter-Frage. Also, da ist die Antwort. Da muss man einfach die 50 Liter durch den Durchschnittsverbrauch teilen. Sie würden wahrscheinlich das kleinste Auto nehmen. Das entscheidet wahrscheinlich die Reichweite, genau. Was würde ich dann nehmen, was für ein Fahrzeug? Nein, ich möchte schon Spaß haben. Ich glaube, ich würde den Stratos nehmen. Ihren Stratos oder den alten? Der würde ich sogar den alten nehmen, weil ich da noch ein bisschen weiterkomme. Und einfach das Handling genießen und gar nicht so viel Gas geben, sondern einfach mehr über die Agilität und Kurvenfreudigkeit mehr mich freuen. Und das wäre es dann. Wo würden Sie die Agilität genießen? Ja, wir haben hier sehr, sehr schöne Landstraßen. Wenig Verkehr ist und so weiter, da kann man ganz gut Auto fahren. Also abseits der Bundesstraßen. Und da habe ich so meine Teststrecken, wo ich maximal zweimal vorbeifahren kann. Dann mal mache ich mir lieber etwas unsichtbar. Also da würde ich mit dem Auto nochmal entlang fahren. Stoschek, vielen Dank für das Gespräch. Bitte sehr. So, jetzt aber. Das war Michael Stoschek und das war's auch mit der alten Schule für dieses Jahr. Jetzt mache ich eine richtig ausgedehnte Pause von einer Woche und am 6. Januar hören wir uns in alter Frische schon wieder. Bleibt gesund, lasst eure Knochen beim Skifahren heil und trinkt einen Glühwein für mich mit. Guten Rutsch und schöne Weihnachten. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de. Die alte Schule wurde euch präsentiert von Mercedes-Benz Classic Partner, dem Spezialistennetzwerk von Mercedes-Benz für euren klassischen Mercedes-Benz. Mehr Infos und euren persönlichen Classic Partner findet ihr unter www.mercedes-benz.de/classicpartner.